Hallo zusammen und grüße alle miteinander. Willkommen bei einer weiteren Folge von Hör mich grill. Heute machen wir mal Lamm. Zwei Lammkarree, eine Lammkrone. So schaut die aus, da schaut sie her. Zwei wunderschöne Stück mit ca. 400 Gramm. Am Smoker bei 120 Grad gesmoked mit einer Joghurtkräutermarinade. Perfekt einfach. Riecht wie ein Ding. Super. Wenn's wissen wir jetzt, wie das gemacht wird, dann schaut es an. So, da sind jetzt die Zutaten. Was brauchen wir für die gesmokte Lammkrone? Da mal zwei schöne Stück. Ab der Stelle ist ein bisschen pariert. Da auch ein bisschen Fett kann dranbleiben, das macht nichts. Dann haben wir da ein paar Kräuter, Rosmarin und Thymian. Knoblauch, so 5-10, ja, das sind ca. 4. Ein bisschen Joghurt, Meersalz, Pfeffer. Ich nehme Rapsöl, man kann natürlich Olivenöl auch nehmen. Und eine Zitrone und mehr ist das Ganze nicht. Jetzt werden wir sie da die Marinade machen. Wir werden einmal da einen Schluck Öl reingeben, so ca. 3 Löffel. 1, 2, 3. Dann Salz. Dann geben wir so 2 Löffel rein. Pfeffer. Guten halben. Mehr Schärfe, aber gibt natürlich mehr rein. Dann den Knoblauch. Einmal ein bisschen schneiden. Da nur so Scheibchen. Und dann rein damit. So. Die Rosmarinnadeln, die zupfen wir nur so ab. Ach, das hat einen Duft an Thymian. Dann mal ein bisschen so abzupfen, weil die sind so weich, die Triebe. Ganz junge, die kann man gleich so nehmen. Dann geben wir noch eine halbe Zitrone rein. Also den Saft davon. Schauen wir mal nicht ganz. Und dann kommt das Joghurt. Ja, da geben wir auch so. Das ist ein Rahmjoghurt. Könnt ihr nehmen, was glaubt. 2 Löffel. Einmal. Weil dazugeben kann man immer noch was, aber nicht mehr rausnehmen. Ne? Und dann nehmen wir das einmal zumachen. Da geht's los. Gut. Dann geben wir da unser Lamm rein. Und werden das da jetzt dann schön aufschmieren, da oder unsere Paste. Kommt dann jetzt in den Kühlschrank für mindestens 12 Stunden, damit das einziehen kann. Einfach mit einer Frischhaltefolie verschließen und morgen sehen wir uns dann am Smoker. So, den Rest noch drauf. Und ich sage nicht mehr dann, bis morgen. So, der Monolith hat Betriebstemperatur 120 Grad. Räuchern dann mit die Weber Cherrywood Chips. Und Lel, da schaut's her. Da ist unser Lamm. Wunderschön eingezogen, die Marinade. Ein Duftel hat das, der Hammer. Gut ist, werden wir jetzt auflegen.
Deckel auf. Und wir schmeißen die da einfach drauf. Einmal so. Nach einer Viertelstunde werden wir das dann wenden. Das ist der Füller vom Barbecue-Guru. Den nehmen wir da weg. Heiß. Und die Schale stellen wir runter. Dann werden wir ein bisschen Wasser reingeben und dann unsere Chips rein. Wickel wieder zu. So, wie man sieht, raucht schon wunderbar. Das werden wir zweimal noch wiederholen. Also circa alle Viertelstunde schmeißt man da was rein. Unter 10 Minuten. Und das reicht dann. Weil es soll nicht nach Holz schmecken, sondern nach Lamm. Wir sehen uns, wenn wir es umdrehen. Hier nach 15 Minuten schaut das Ganze so aus. Nicht? Die Nähe haben wir schon umgedreht. Die werden wir auch noch umdrehen. Kerntemperatur werden wir so circa 55 bis 57 Grad. Den Räuchern hören wir jetzt auf und drehen wir die jetzt auch noch. Der Kabel ist hier. Und den Deckel wieder zu. Ja Leute, wir sind am Ziel angelangt. Wir haben so 58 Grad, ein bisschen mehr, was ich mir vorgenommen habe. Was er will, ich sowieso nicht. Und so schaut das ganze Ding aus. Riecht wunderbar. Wir werden das jetzt noch ein bisschen ruhen lassen und dann werden wir es anschneiden. Da ist unser Lammkrone. Werden wir da mal ein Stückchen runterschneiden. Da schneidet sich Butterzart schon, Freundin, da schaut sie her. Zart rosa noch. Und da schaut es, wie saftig. Gut, ich werde einmal kosten da. Also das Fleisch schmilzt auf der Zunge. Das Fett, was da drinnen ist, ist ganz zart. Schmeckt nicht irgendwie nach Hammel. Es ist ein Lammgeschmack da, ist ja klar. Ist ja kein Händel oder irgendwas. Aber butterzartes Fleisch. Fazit braucht man da gar keinen Sorge, ich sage euch das, der Hammer. Geschmackvoll, zart, leichtes Raucharoma. Einfach geil. Marinade harmoniert perfekt mit den Kräutern, mit dem Knoblauch, der Zitrone und dem Joghurt. Ich kann euch nur eins sagen, einfach nachmachen. Ihr werdet es nicht bereuen. Das war's wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben, ein netter Kommentar, der hat mich gefreut. Oder abonniert da unten einfach meinen Kanal am Kanallogo und ihr versäumt keine Folge mehr von Hörbegrillt. Das war's wieder mal für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba, am 4.